Hallo zum neuen YouTube-Video. Heute geht es wieder um das Thema einhändige Rückhand und zwar zeige ich dir heute zwei Tipps, warum du die einhändige Rückhand doch mit beiden Händen ausführen solltest. Viel Spaß mit dem Video. Ein provokanter Titel, keine Angst, ich werde dir den Einhänder jetzt nicht direkt sagen, du musst jetzt ab jetzt mal beidhändig spielen, aber ich möchte einfach nur nochmal die Wichtigkeit deiner Nichtschlaghand weiter unterstreichen, weil die hat nämlich auch Aufgaben in der einhändigen Rückhand und die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Und die sollen dir helfen, natürlich deine einhändige Rückhand noch kontrollierter, noch besser schlagen zu können. In meinem Fall ist es, ich bin Rechtshänder, wäre jetzt hier die linke Hand meine Nichtschlaghand. Aber die hat auch Funktionen, gerade wenn ich die einhändige Rückhand ausspiele. Die erste Funktion ist sicherlich eine mit der allerwichtigsten. Und zwar versucht die oder hilft mir, die linke Hand meine Griffe zu finden. Das kannst du gerne auch mal zu Hause trainieren. Und zwar versuche ich immer wieder hier auch durch eine kleine Dreh- und Schiebebewegung über Zeigefinger und Daumen, entweder hier in den Vorhandgriff zu wechseln oder hier in den Rückhandgriff. Irgendwann ist das ein Automatismus, den macht man einfach so weiter. Kannst du auch gerne mal für dich so zu Hause üben, wenn du gerade noch auf der Suche nach den richtigen Griffen bist. Die richtigen Griffe habe ich dir übrigens hier oben schon mal erklärt, verlinke ich dir nochmal als Video. Also immer wieder als schauen, dass die erste Funktion der Nichtschlaghand, sie dreht von Vorhandgriff in Rückhandgriff und sorgt damit dafür, dass ich meinen Griff noch schneller finde. Das ist häufig das, was sehr kompliziert, wenn ich keine Zeit habe. Wie muss ich denn nochmal den Schläger halten bei der einhändigen Rückhand? Da hilft dir die linke Hand, indem sie von Vorhandgriff in den Rückhandgriff dreht und natürlich auch bis zum Treffen und bis ich weiß, wo der Ball, wo ich den Ball treffe, natürlich hier so als kleine Führungshand oder Führungshilfe zu fungieren und somit meinen Treffpunkt noch weiter zu stabilisieren. Der zweite Punkt, an dem dir auch deine Nichtschlaghand hilft bei der einhändigen Rückhand, ist das Thema, wie fest greife ich denn überhaupt den Schläger? Viele Spieler neigen dazu, den Schläger sehr, sehr fest und mit sehr viel Kraft zu spielen und limitieren somit natürlich auch den Einfluss des Handgelenks auf den Schlag. Und da gibt es einen kleinen Trick, und zwar, wenn ich versuche, mir den Schläger bei der einhändigen Rückhand mehr oder weniger über die linke Hand in die rechte Hand zu legen, in der Phase, wo ich aushole, dass die linke Hand mehr den Schläger trägt, hat die rechte Hand nicht so viel Zeit, hier richtig zuzupacken und geht damit auch etwas sanfter und etwas lockerer zum Treffpunkt. Also probier ruhig mal aus, wenn du Einhänder bist, dass deine linke Hand in der Ausholphase hier den Schläger mehr festhält als deine rechte, sodass die rechte Hand hier sozusagen den Schläger übernimmt von der linken Hand und dadurch etwas lockerer zum Treffpunkt gehen kann. Das waren meine zwei Tipps für die einhändige Rückhand, die dir auch vor allen Dingen nochmal mehr Kontrolle geben können, mehr Sicherheit und im letzten Tipp natürlich auch nochmal etwas mehr Spin, weil immer wenn ich dann lockerer im Handgelenk bin, wenn ich mehr mit den Händen spielen kann, dann habe ich auch die Möglichkeit, mehr Power und mehr Spin an den Ball zu packen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne hier auf dem Fit am Ball Kanal ein kostenloses Abo da und dann verpasst du kein weiteres Video mehr auf dem Kanal und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video wieder.